Hirndruck, Grundlagen. Hallo, mein Name ist Frank Fischer. In dieser kurzen Präsentation erzähle ich einige Grundlagen im Zusammenhang mit Hirndruck. Welche Bedeutung hat der Hirndruck? Ursachen eines erhöhten Hirndrucks sind Schädelhirntrauma, intra- oder extrazerebrale Blutungen, Tumore, einige Hydrocephalusformen, schwere Schlaganfälle und viele seltenere Ursachen, wie zum Beispiel durch ein generalisiertes Hirnödem bei schwerem Leberversagen. Beim Schädel-Hirntrauma kommt es zu einer primären Hirnschädigung durch Quetschungen, Zerreißungen oder Einblutungen. Daran kann man im Nachhinein nicht viel ändern. Häufig sterben diese Patienten aber durch sekundäre Hirnschädigungen, die im Zusammenhang mit einem erhöhten Hirndruck auftreten. Und dagegen können wir etwas unternehmen. Monroe-Kelly-Doktrin. Die Schädelhülle eines Erwachsenen hat ein Volumen von ca. 1500 bis 1700 ml. Der Inhalt besteht zu 80% aus Hirngewebe. Den Rest machen etwa zu gleichen Teilen Blut und Liquor aus. Da sich um Hirngewebe, Blut und Liquor herum der feste, knöcherne Schädel befindet, gilt folgende Regel. Wenn eines dieser drei Volumenkompartimente größer wird, müssen andere dafür kleiner werden. Und wenn das nicht mehr gut geht, dann steigt der Hirndruck schnell an. Diese Regel wurde 1823 von den schottischen Anatomen Monroe und Kelly formuliert. Wenn zum Beispiel das Gewebsvolumen durch ein Hirnödem zunimmt, so wird sich das Liquorvolumen durch Umverteilung in den Spinalkanal verkleinern. Wenn dieser Mechanismus ausgeschöpft worden ist, wird das Blutvolumen und damit schließlich auch die Hirndurchblutung abnehmen. Einklemmung oder Herniation. Ein anderes Beispiel für die Monroe-Kelly-Doktrin. Wenn durch eine massive Hirnblutung die resultierende Abnahme von Liquorvolumen und Hirndurchblutung ausgereizt ist, muss das Hirnvolumen in der Schädelhöhle abnehmen. Das Hirn wird also durch den erhöhten Druck aus der Schädelhöhle herausgequetscht. Schlussendlich kommt es zu einer tödlichen Einklemmung des Hirnstamms im Hinterhauptsloch. Aber auch an anderen Stellen, wie zum Beispiel dem Tentoriumsschlitz, kann es zu Einklemmungen kommen. Intrakranieller Druck oder ICP. Der intrakranielle Druck, abgekürzt als ICP, von Intracranial Pressure beträgt beim Gesunden 5 bis 15 mm Hg. Bei Werten über 20 mm Hg wird normalerweise eine Therapie eingeleitet. Beim Pressen oder Husten haben auch gesunde Menschen einen Hirndruck von bis zu 80 mm Hg. Das macht für wenige Sekunden keine Probleme. Wenn aber eine halbe Stunde lang der Hirndruck um 50 mm Hg liegt, kommt es zum Hirntod. Hirndruckkurve. Der Hirndruck wird üblicherweise wie der arterielle Blutdruck als Kurve am Monitor angezeigt. Die Hirndruckkurve ist keine gerade Linie, da sich die Pulskurve und der Beatmungsdruck auf den Hirndruck übertragen. Außerdem können durch kompliziertere Mechanismen auch noch andere Kurvenformen entstehen, deren Erklärung hier aber zu weit führen würde. Wichtig ist, wenn keine Wellen auf der Hirndruckkurve zu sehen sind, könnte die Messleitung verstopft und der angezeigte Hirndruckwert falsch sein. Zerebraler Perfusionsdruck, CPP. Bei Patienten mit erhöhtem Hirndruck ist es wichtig, eine ausreichende Hirndurchblutung sicherzustellen. Die Hirndurchblutung hängt vom zerebralen Perfusionsdruck ab. Er wird abgekürzt mit CPP von Cerebral Perfusion Pressure. Dieser Druck wird berechnet als mittlerer arterieller Druck minus intrakranieller Druck. Ein zerebraler Perfusionsdruck von mindestens 60, besser 70 mm Hg sollte aufrechterhalten werden. Der arterielle Druck muss also immer ausreichend hoch über dem Hirndruck sein. Dazu wird bei Bedarf Volumen oder Noradrenalin verwendet.
Das waren einige Grundlagen zum Hirndruck. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.